Hey Freunde und willkommen zu einem weiteren neuen Pokémon Go Video. Leute, es gibt wieder ein weiteres Update von Spoofer X. Poke Experience hat da ziemlich schnell dran gearbeitet und einige kleine Fehler behoben. Ich habe euch ja letztes Mal im Video gezeigt, dass als Beispiel jetzt hier, dass der Pokémon Feed nicht angezeigt worden ist, und das ist jetzt aber so der Fall. Das wurde schon behoben. Wie ihr sehen könnt, können wir also praktisch hier wirklich konkret nach die Pokémon jagen, die wir auch suchen, nach IV-Wert, nach CP, nach Level und so weiter. Also das dürftet ihr eigentlich kennen, auch von Eisrufe oder iPoko noch her. Des Weiteren gibt es jetzt hier was ganz Krasses, und ihr habt es im Titel schon gelesen. Es wurde etwas implementiert, was es so auf iOS bisher noch nicht gab. Meiner Meinung nach oder meines Wissens nach, ich kenne ja bisher nur Eisrufer und iPoko, und beide haben diese Funktion nicht. Spoofer X hat eine Funktion mit reingebracht, die wirklich krass ist und die es bisher eigentlich nur bei Pokémon auf Android gab. Also so kenne ich es. Und zwar ist es Team Rocket One Hit. Bei Pokémon Go bzw. bei Pokémon auf Android mit Root war es so, dass wenn man ein Pokémon Team Go Rocket Mitglied angeklickt hat, dass der Kampf sofort beendet worden ist. Hier ist das ein bisschen anders, was ich eigentlich gar nicht so schlimm finde. Ich habe jetzt hier einfach mal ein Mitglied von Team Go Rocket mal gesucht und habe hier jemand gefunden. Das Ganze werde ich jetzt euch zeigen. Wie gesagt, das Ganze ist jetzt live hier, wie ihr sehen könnt. Das Problem ist, dass es hier ein bisschen laggt, weil ich Let's View nutze, das Programm. Und leider läuft das nicht so flüssig, dass ich euch da am besten was zeigen kann. Also damit es flüssig dargestellt wird. Auf jeden Fall wähle ich jetzt einfach mal irgendwelche schwache Pokémon. Ich nehme jetzt einfach mal hier Staralili und Abra. Und ich lasse noch sicherheitshalber, falls der Gegner jetzt zuerst angreift, lasse ich jetzt irgendwas mal drin, dass ich ein bisschen hier eine kleine Verteidigung habe. Ich jetzt einfach Chelterra so. Aber ich denke mal, das wird nicht nötig sein. So, und jetzt könnt ihr sehen, wie das Ganze jetzt funktioniert. Ich werde einfach jetzt hier drauf tippen. Und wenn ihr gleich, dann werdet ihr gleich sehen, dass das Pokémon schon instant beendet worden ist, also bekämpft worden ist. Und das ist halt das Tolle, ihr seht es ja im Bildschirm, dass das Ganze hier angriffen wird. Ich warte es nochmal kurz. So, ich greife an, zack, Staralili mit WP 464 hat das Pokémon über 5000, 6000 WP, ich habe es gerade nicht aufgepasst, mit einem Schlag besiegt. Und das ist wirklich ein sehr, sehr tolles Feature als Spoofer, denn so kann man auch die Bosse easy peasy besiegen. Bei einem Team Go Rocket Event ist das auch alles sehr, sehr einfach dann. Da kann dann jeder wirklich gute Pokémon absahnen. Und ja, ist ein tolles Feature, was bei Spoofer X mit dabei jetzt gekommen ist. Und das könnt ihr, wie gesagt, nur bei Spoofer X aktuell nutzen. Fast Catch funktioniert, wie ihr seht, auch ohne Probleme. Ja, ich würde sagen, das soll es eigentlich schon von diesem Sinne hier auch gewesen sein. Man kann auch, wie gesagt, automatisch Walking anaktivieren. Das bedeutet, dass man einfach automatisch rumläuft und die Pokéstops halt noch nebenbei selber drehen muss. Also es wurde in dieser kurzen Zeit, ich habe das Video jetzt, glaube ich, gestern oder vorgestern jetzt gemacht, wurde schon einiges behoben. Wir können auch den Joystick natürlich verstecken, der wurde auch ist jetzt zum Beispiel weg, jetzt können wir aber nicht mehr rumfuchteln oder so. Das bedeutet halt, also wenn wir jetzt automatisch laufen, können wir mit dem Joystick nicht irgendwo dagegen kommen, dass wir praktisch das automatische Laufen abbrechen. Das automatische Laufen läuft hier unendlich, so viel ich weiß. Ich habe es mal 2 Stunden lang laufen lassen und er läuft immer weiter. Also er geht jeden Pokéstopp ab. Er läuft nicht nur die gleichen ab, das muss man bei denen gut lassen, also gut heißen. Das habe ich bei anderen Anbietern nicht so gut gesehen, dass er immer im Kreis gelaufen ist. War natürlich blöd. Das war bei Android so. Ich glaube, bei PG Sharp war das so. Ich bin mir jetzt aber nicht ganz sicher. Auf jeden Fall funktioniert Spoofer X jetzt auf jeden Fall viel, viel besser. Und durch dieses Feature kann ich euch auf jeden Fall als Spoofer das ans Herz legen, mal auszutesten. Und ich habe ja dazu ein Video gemacht, wie man das Ganze installiert. Denkt dran, es ist leider, leider noch kostenpflichtig, aber ich denke, in naher Zukunft wird man es kostenlos installieren können über die IPA-Datei, wenn Poke Experience das anbieten wird. Den offiziellen Discord-Link findet ihr auf jeden Fall in der Videobeschreibung. Ich wünsche euch viel Spaß, jedes Team Go Rocket-Mitglied nun mit einem One-Hit zu plätten. Viel, viel Spaß und ja, Leute, bis zum nächsten Mal, euer Wiz. Ciao, ciao.